Herzlich willkommen zum zweiten Teil der Dynamometrie. Im ersten Teil haben wir euch zwei Messmethoden vorgestellt, wie man denn externe Kräfte messen kann. Unter einem Dehnungsmessstreifen versteht man einen Widerstand, der seinen Widerstandswert bei einer Dehnung verändert. Wird der Dehnungsmessstreifen gedehnt, so nimmt der Widerstand zu, wird er gestaucht, so nimmt der Widerstand ab. Der piezoelektrische Effekt beruht darauf, dass Kristalle unter Druckbelastung eine direkt zur eingeleiteten Kraft proportionale elektrische Ladung erzeugen. Die piezoelektrischen Sensoren sind wesentlich kleiner gebaut und wegen der hohen Eigenfrequenz besonders gut für dynamische Anwendungen geeignet. Beide Technologien ergänzen sich perfekt. Auf der einen Seite erreichen Dehnungsmessstreifen eine wesentlich bessere Stabilität bei Langzeitmessungen sowie eine höhere Linearität. Kommen wir nun zu unserem instrumentierten Laufband der Lauflabor AG in Darmstadt. Um einen genauen Überblick zu erhalten, was dieses Laufband kann, zeige ich euch ein kurzes Video. Auf diesem Laufband kann man zwar Fußball spielen, was aber noch viel cooler ist, dass die Bodenreaktionskräfte mitgemessen werden. Das instrumentierte Laufband der Lauflabor AG ist für die Messung von Bodenreaktionskräften während des Gehens und Laufens entwickelt worden. Hier könnt ihr eine schematische Darstellung des Laufbandes sehen. Es ist 1,60 Meter lang und besteht aus 20 Piezosensoren. Darunter 4 3D-Sensoren, die die horizontalen und vertikalen Kräfte messen, sowie 8 eindimensionale Sensoren. Das Laufband verfügt über zwei Messplattenebenen. Auf der oberen Ebene befinden sich zwei Messplatten, um die vertikalen Kräfte zwischen dem linken und dem rechten Bein in der Doppelstandphase zu separieren. Die untere Ebene, ausgestattet mit den Sensoren S1 bis S4, misst die Horizontalkräfte. Das war's zum instrumentierten Laufband. Tschüss und auf Wiedersehen!